Hallo! Der Dennis und ich kochen heute Plätzchen und Kekse. Die Weihnachtszeit ist zwar noch ein bisschen hin, aber wir wollen das schon mal jetzt mal ausprobieren und damit ihr vielleicht auch Zeit habt, falls sie schmecken, das nachzubacken. Ja, wir probieren es mal aus. Wir haben noch keine Erfahrung mit veganen Plätzchen, aber ja, Try-and-Error-Verfahren, oder? Ich denke mal, wird schon schief gehen. Also, los geht's! Und hier sieht man schon mal im Überblick die Zutaten, die wir benutzen werden. Das ist Butter, Erdnussbutter, Rohrzucker, Vanillezucker, Sojamehl. Wasser wird dann noch dazu kommen, Backpulver, Natron und etwas weiße und normale Schokolade. Luca, möchtest du mitbacken? Sollen wir dich vielleicht auch in den Teig kneten? Ja? Ja, wir fangen mit der Grundmasse an und zwar mit unserer Butter. Viele Rezepte schreiben, man soll Alsan benutzen, diese vegane Butter, aber ich habe ja immer meine Sojola und ich werde jetzt einfach mal austesten, weil es steht drauf, dass sie auch zum Backen geeignet ist. Gucken wir mal. Und da brauche ich jetzt für die Erdnussbutter Schokoplätzchen erstmal 100 Gramm. Sollte auch weich sein. Katzenbelagerung. Ja, also es ist ja Winter und zur Winterzeit wollen die Katzen sich Winterspeck anfressen, obwohl sie gar nicht rausgehen. Und das heißt, sie sitzen den ganzen Tag in der Küche gerade. Na, mein Schatzi. Ein bisschen noch. So. 100 Gramm Butter. Dazu geben wir jetzt noch die Erdnussbutter, beziehungsweise ich habe so Erdnussmus. Das finde ich ergiebiger als Erdnussbutter. Das duftet köstlich. Ich gehe da mal mit meinem Butterlöffel. Ist sie dann jetzt flüssiger oder? Das ist ein bisschen flüssiger, cremiger, ja. Ah, okay. Weil Erdnussbutter ist ja manchmal halt Ja. je nach Temperatur ziemlich fest. Ja, das ist schon Oh ja. so. Kann man gut kleckern mit. Ne? Und deswegen gebe ich da jetzt auch nur zwei Löffel. Das ist vielleicht schon fast zu viel. Also weil wenn man Erdnussmus hat, da gebe ich dann grundsätzlich weniger rein, als bei Erdnussbutter im Rezept steht. Weil ich es wirklich ergiebiger finde. Als nächstes gebe ich meinen Vanillezucker dazu. Und 100 Gramm Rohrzucker. Runterstellen. Also es wird sehr süß, ja, die Kekse. Aber dafür machen wir danach Haferkekse. Die sind dann ja, eher ein bisschen kerniger, deftiger. Also 90 bis 100 Gramm Rohrzucker. Und das werde ich jetzt mit meinem Handrührgerät erstmal schön vermixen, bis das eine relativ homogene Masse geworden ist. Und da das laut wird, sehen wir uns dann gleich wieder. Das ist jetzt vermixt, fluffig, ein bisschen heller geworden, auf jeden Fall eine homogene Masse. Da gebe ich nun 2 Esslöffel Sojamehl rein. Und das ist meines Wissens nach der Eiersatz. Und da Eier ja flüssig sind, kommen da nun auch noch 50 Milliliter Wasser dazu. Und das Ganze wird jetzt nochmal fleißig gemixt. Weiter geht's mit den trockenen Bestandteilen des Teigs. Und zwar meinem Dinkelmehl. Ich habe da dieses Typ 405. Das ist also wie normales Weißmehl gesiebt. Wenn man das Ganze ein bisschen vollkorniger, nicht? Die Type gibt den Ausmalungsgrad an, Oder? nicht wie es gesiebt ist. Was Lerne hast vom du? Bäcker.
Es ist auf jeden Fall so fein wie dieses normale Mehl, was man halt so kennt, ne? Wer das Ganze ein bisschen vollkorniger haben möchte, der nimmt einfach einen anderen Typ, wie zum Beispiel, es geht ja glaube ich bis Typ 1500 hoch oder so. Und umso mehr Vollkorn oder umso weniger gemahlen ist es dann. Also, ne? Auf jeden Fall 250 Gramm davon. Also man könnte das auch direkt zum Teig dazugeben, aber ich mische das vorher in einer extra Form, damit sich das Backpulver verteilt. Ansonsten kann es sein, dass irgendwo dann so ein Klumpen Backpulver im Teig hängt und dann geht der irgendwo auf und woanders aber dann nicht. Und ja, sicher ist sicher. Und von dem Backpulver nehmen wir einen Teelöffel. Und dann Natron. Da nehmen wir einen halben Teelöffel. Also, ja, bei mir wieder mal geschätzt. Das Ganze gut vermischen, damit das Backpulver und Natron möglichst gleichmäßig verteilt sind nachher. Man könnte das jetzt zum Beispiel auch noch sieben. Ja, wirklich sieben. Dann hat man ein feineres Mehl und dann wird der ganze Teig ein bisschen fluffiger. Die Arbeit mache ich mir jetzt aber nicht. Das habe ich früher gemacht, als ich noch viel gebacken habe. So, dann schmeiße ich jetzt meinen Mixer wieder an und werde die Masse Stück für Stück jetzt dazugeben und unterrühren. Wir sehen uns gleich wieder. Das ist jetzt der Teig mit dem Mehl auch drin. Ich habe dann irgendwann für meinen Rührhaken auf die Knethaken umgeschwenkt, weil er doch recht fest wird. Und hier habe ich einen Teil von der weißen und dunklen Schokolade gehackt, einfach mit dem Messer halt zerkleinert. Das gebe ich nun jetzt noch da rein. Es könnte ein bisschen viel Schokolade geworden sein, Ich denke, das macht nichts. naja. Und rühre das unter. Also der Teig schmeckt bis jetzt schon gigantisch lecker nach Erdnussbutter. Mussten uns gerade zusammenreißen, nicht die ganze Schüssel zu essen und dann eine neue zu machen. Aber dafür hätte ich nicht mehr genug Mehl, nicht mehr genug Zucker. Also das ist ein ziemlich fester Teig. Der Teig klebt doch weniger als ich dachte und ich habe mir jetzt meine Hände noch ein bisschen bemehlt und einfach mal ja, probiert, so Sachen zu machen oder so Cookies. Ich habe keine Ahnung, wie stark die noch aufgehen. Schoko-Erdnussbutterfladen. Ich räume ja hier meine Kugel und dann drücke ich die platt und bin gespannt. Die dürfen ja auch ruhig ein bisschen größer sein, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele noch wachsen, aber es ist ja schon nicht wenig Backpulver drin. Also, ich denke, wir füllen wahrscheinlich jetzt mit dieser Menge dann doch eher zwei Backbleche als nur eins. Wird also doch ein längerer Tag werden, Dennis. Ich würde es aber nicht zu dünn machen. Die sind auch Ne? gar nicht so dünn. Ja, ich meine bloß, Und die man werden ja muss mal arg nicht. aufpassen beim Backen dann, wenn sie dünn sind bei dem Teig. Ja, nee, so ich. Aber Nö, nee, ich so. denke mal, die werden noch ein bisschen. Also, die gehen ja nicht ein, sondern die werden ja eher noch ein bisschen. Der Ofen ist jetzt auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Wer eine Ober-Unterhitze hat, der macht es auf 200 Grad. So haben wir jetzt erstmal unsere Plätzchen da drauf geschichtet und haben auch noch Teig über gleich für ein zweites Blech oder ein halbes Blech zumindest. Die Küche eingesaut haben wir auch fleißig. Jetzt auf mittlere Schiene für 10 bis 15 Minuten, bis sie schön goldbraun sind.
Das Ergebnis sind diese wirklich köstlichen Erdnussbutter-Schoko-Cookies. Ich finde, sie sehen toll aus, sind ein bisschen in die Höhe gegangen, also auseinanderfließen tun die nicht. Man muss die also wirklich nicht in weitem Abstand voneinander aufs Blech legen. Sie gehen ein bisschen in die Höhe und sind innen drin auch noch so ein bisschen weich, also so angelehnt an die American Cookies. Und ja, wir finden sie beide richtig lecker, weil sie sind gar nicht so süß, wie wir gedacht haben. Und sie sind auch gar nicht so schrecklich erdnussig, sondern sie haben wirklich dieses, du kannst sie super zum Tee oder zum Kaffee essen. Und sie sind zwar süßlich, aber sie sind nicht zu süß. Und da ist diese schöne Erdnussbutternote und diese Kakaostückchen. Und also wir sind total begeistert. Ich bin total begeistert. Ja, vegane Süßigkeiten, ich liebe sie schon jetzt. Und es werden nicht die letzten Cookies gewesen sein, die ich mache. Und vor allem nicht diese, die letzten. Die werden auf jeden Fall für Weihnachten nochmal gemacht. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Und ihr seht ja, so viel kommen dabei raus. Plus einer, den wir schon verspeist haben.